So sieht das jetzt aus mit den Ledertaschen, die seit ja, auch wieder 4 Monaten rumliegen. Die andere Tasche, die hatte ich heute Morgen schon montiert oder dran geschnallt. Damit bin ich schon eine Runde gefahren. 130 hat sie auf jeden Fall ausgehalten, ohne wegzufliegen. Ich glaube, der Fehler des Tages heute ist, dass ich immer noch die Winterklamotten anhab, also das Winterfutter in der Jacke habe. Obwohl, Moment, ich habe dann ja doof, ne? Da hat sich eine Mutter gelöst. Schon Wahnsinn, wie oft ich eigentlich in den Spiegel reingucke. Das merke ich gerade erst, wo ich den gerade nicht mehr habe. Auf der Rampe verhungert. So, wie ihr seht, hat sich hier die Kontermutter losgerappelt. Die ist hier nach oben gewandert. Ich habe schon mal die Tülle hochgeschoben. Die Kontermutter hier, da ist Schlüsselweite 14. Und guckt mal, stellen wir den Spiegel so in etwa ein, wie der ungefähr stehen muss. Und dann drehe ich die Kontermutter runter. Und ziehe sie fest. Die Feineinstellung über das Spiegelglas mache ich dann während der Fahrt. Und wie auch bei allem gilt hier die Regel, dieser Klemmblock hier, das ist ein Aluminium-Gussteil. Wenn ihr den Spiegel in den Klemmblock eindreht, dann nicht mit Gewalt, sonst reißt ihr ruckzuck das Gewinde raus. Ja, falls dir diese Taschen gefallen, die gibt es auch noch in anderen Größen. Ich tue dir den Link mal in die Videobeschreibung, wo ich sie her habe. Kannst du dir ja mal angucken, wenn du möchtest. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.